Herzlich willkommen, liebe Kunden und Interessenten, zu Query Live regional heute aus der Niederlassung in Köln. Ich bin Martina Patzek, leite die Niederlassung hier in Köln der Quirin Privatbank. Ich freue mich auf Ihr Zuhören zu dem Thema, sehr spannend, Rücksetzer oder Aufschwung? Wie geht es weiter an den Börsen? Und ich freue mich ganz besonders, dich, lieber Philipp, erneut begeistern zu können. Leider nicht wieder physisch in Köln vor Ort zu sein, aber dafür virtuell für unsere Kunden und Interessenten Rede und Antwort zu stehen und uns vorzustellen. Vielleicht, wo weißt du, wo die Reise hingeht zum Thema Börse? Ich bin gespannt, begrüße dich recht herzlich und vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr, sehr gerne, jederzeit wieder. Auch sehr, sehr gerne bald wieder in Köln hoffentlich. Deswegen nochmal vielen Dank. Und du hast vorab einige Folien mitgebracht zur Einstimmung zu dem Thema. Ich glaube, alle Kunden und Interessenten sind gespannt, wie wir als Quirin Privatbank insbesondere ein bisschen den Ausblick in die Börse wagen oder auch nicht. Schauen wir doch mal, wie wir das beantworten können. Sie, liebe Kunden und Interessenten, können jederzeit Ihre Fragen unten über F und A stellen. Wir werden versuchen, alle Fragen in der guten Stunde für Sie zu beantworten. Aber zunächst das Wort an dich, lieber Philipp. Ja, vielen Dank, Martina. Schönen guten Abend an alle, auch von mir hier aus Berlin. Ich habe so ein paar Folien mitgebracht, einfach um die Themenstellung vielleicht einzuordnen. Wie stehen wir eigentlich aktuell so da an den Märkten, in der Volkswirtschaft, wirklich nur in aller Kürze, weil der Fokus ja auch heute Abend wieder auf Ihren ganz konkreten Fragen liegen soll. Aber trotzdem, glaube ich, bei der Überschrift durchaus angebracht, sich mal die Frage zu stellen, wo stehen wir da eigentlich? Und ich glaube, da haben auch sehr, sehr viele Beobachter in den letzten Wochen so ein leichtes Störgefühl, wenn sie schauen auf Entwicklung der Finanzmärkte, insbesondere Aktienmärkte und die volkswirtschaftliche Entwicklung. Das sieht auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich aus. Das wollen wir uns einfach mal kurz angucken. Was ich Ihnen hier als erstes mal mitgebracht habe, das ist eben dieser Befund von den weltweiten Aktienmärkten. Wir haben hier mal verschiedene Indizes für Sie zusammengestellt. Da ist der amerikanische S&P 500 mit dabei. Da sind die Emerging Markets mit dabei. Das ist die gelbe Kurve, die Sie da sehen. Der DAX in blau, der japanische MSCI-Index. Und da sehen Sie eben sehr, sehr deutlich zweierlei. Sie sehen einmal diesen immensen Absturz der Aktienmärkte durch die Corona-Pandemie im Frühjahr des Jahres. Da können wir uns alle noch schmerzlich dran erinnern. Aber Sie sehen eben auch, sehr besonders ausgeprägt in den USA, hier gemessen am S&P 500, aber auch an den anderen maßgeblichen Märkten weltweit, sehen Sie eben auch diesen sehr schnellen und sehr steilen Wiederanstieg der Aktienkurse, der schon auch für die allermeisten Beobachter sehr, sehr überraschend war. Und jetzt lässt man natürlich sich verleiten, so auf den ersten Blick zu sagen, haben die Finanzmärkte da irgendwas nicht mitbekommen, irgendwas nicht bemerkt? Die Krise ist ja noch längst nicht vorbei. Wir wissen doch noch gar nicht genau, wie es weitergeht, wie es ausgeht und so. Und trotzdem sind die jetzt fast schon wieder bei Höchstständen angekommen. Und da guckt man vielleicht auch so ein bisschen auf die Konjunktur, ne? Und fragt sich, naja, was ist denn da eigentlich los, ja? Aber auch in der Konjunktur, anders als man das vielleicht oft auch jetzt die letzten Tage, wird es ein bisschen ausgewogener, sage ich mal, aber anders als man das oft in den letzten Wochen vielleicht in den Medien so mitbekommen hat, haben sich auch die Konjunkturindikatoren dramatisch verbessert in den letzten Monaten. Und hier mal nur auch wieder exemplarisch das mal aufgezeigt an den Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone. Also da werden Unternehmensvertreter befragt, wie schätzen sie denn ein ihre Geschäftsaussichten auf Sicht der nächsten 6 Monate. Und da sehen wir eben auch natürlich im März, April diesen enormen Einbruch. Und wir sehen aber hier auch wieder diesen enormen Rückprall, dieses starke wieder ansteigen. Und mittlerweile sind diese Einkaufsmanager-Indizes in Europa schon wieder über die Schwelle von 50 gestiegen. Das ist die Schwelle, bei der konstruktionsbedingt diese Indikatoren anzeigen, dass die Wirtschaft tendenziell wieder wächst, ne? Also wir sind schon wieder in einem Wachstumsmodus, was diese Frühindikatoren hier uns anzeigen. Und das ist eben diese Entwicklung, die Sie an den Kapitalmärkten auch eben gesehen haben. Und das ist das, was klassischerweise eben auch der Kapitalmarkt immer, nicht nur jetzt in der Corona-Krise, sondern grundsätzlich immer, versucht, im Vorhinein korrekt einzupreisen.
Das ist das, was ja die Kapitalmarktakteure da versuchen zu schaffen. Der Aktienkurs von heute ist ja grundsätzlich immer die Erwartung an den Unternehmensgewinn oder die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen von morgen und übermorgen. Das war vor Corona so, das ist in Corona so und das wird auch nach Corona so bleiben, dass die Finanzmärkte auf diese Art und Weise funktionieren. Also das, was man jetzt immer mal wieder gelesen hat von dieser völligen Entkoppelung oder so der Finanzmärkte von der Realwirtschaft, das lässt sich hier eigentlich nicht ablesen, wenn wir mal schauen, was haben die Finanzmärkte gemacht und was haben die da zwar antizipiert, aber so sind die Finanzmärkte nun mal antizipiert von dem, was dann tatsächlich sich an konjunktureller Erholung auch gezeigt hat. Aber was ich Ihnen jetzt hier nicht mitbringen will, ist sozusagen ein übermäßig optimistisches Bild und ich sage Ihnen jetzt hier, die Corona-Krise ist vorbei und war alles nicht so wild und so. Wir müssen schon bei den Fakten bleiben und uns einfach anschauen, wie historisch einmalig die Volkswirtschaften eingebrochen sind. Also hier haben wir mal mitgebracht, weil das noch ein bisschen dramatischer auch aussieht als in Deutschland alleine, der wirtschaftliche Einbruch in der Eurozone insgesamt gerechnet. Da sind dann natürlich maßgeblich auch Italien, Frankreich, Spanien dabei, die von der Corona-Krise ja viel mehr betroffen waren noch als Deutschland. Und da sehen wir eben, dass im zweiten Quartal die Wirtschaftsleistung eingebrochen ist gegenüber dem Vorjahresquartal um 15%. Na, also das sind Werte, die kriegen Sie sonst in Kriegszeiten im Grunde genommen. Und deswegen konnten Sie auch überall lesen, das ist der stärkste Wirtschaftseinbruch gewesen in der Nachkriegszeit, die Corona-Krise. Und das muss man schon auch berücksichtigen, ne? Also selbst wenn die jetzt wieder deutlich angenehmeren Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Rest des Jahres 2020 zutreffen sollten, dann wird es so sein, dass beispielsweise in Deutschland im Jahr 2020 etwa 6% weniger Wertschöpfung erfolgt ist als im Jahr davor. Ne? Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber das sind dann immerhin über 210 Milliarden Euro, ne? Die fehlen einfach an Mehrwert, der in Deutschland geschaffen wird, nur in Deutschland, nicht? Und dieser außerordentlich schnelle und starke Einbruch, den muss man schon auch noch mit berücksichtigen, wenn wir uns die aktuell wieder günstigeren Konjunkturaussichten anschauen und auch die günstigere Entwicklung an den Aktienmärkten ansehen und dabei einfach feststellen, dass wie genau diese Reise jetzt weitergeht, wir nicht wissen. Ja, also wir können einschätzen, dass aller Voraussicht nach die Reise etwas weniger apokalyptisch weitergehen wird, als wir das vielleicht vor 3 oder 4 Monaten noch befürchten mussten. Ja, das ist relativ sicher für den Moment. Aber auch diese Erwartungshaltung hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie sich jetzt das Infektionsgeschehen in den maßgeblichen Volkswirtschaften weiterentwickelt. Wir schauen hier das Wirtschaftswachstum in der Eurozone an. Gott bewahre, dass wir jetzt in Italien oder in Italien ist ja die Nachrichtenlage eigentlich noch ganz günstig, aber in Frankreich oder in Spanien jetzt wieder flächendeckende Lockdown-Maßnahmen bekämen, ja, die wieder das Wirtschaftsleben stark einschränken sollten oder so. Das würde natürlich dann wieder die Wachstumsaussichten deutlich eintrüben. Ja, das zeichnet sich ja im Moment noch nicht ab, aber ich glaube, man kann trotzdem, auch wenn man ehrlich ist, nicht sicher sagen, dass das jetzt ausgeschlossen ist in jedem Fall für die nächsten 6 oder 12 Monate. Ja, von daher gilt insbesondere in der Corona-Pandemie, weil ja die Einflussfaktoren dafür noch viel schwerer zu bestimmen sind als in normalen Wirtschaftskrisen, wo es um Angebotsausfälle oder Nachfrageausfälle ganz anderer Art geht. Da gilt noch mehr als in normalen Krisen, dass eine Prognose über die weitere Entwicklung jetzt von Konjunktur und Finanzmärkten im Grunde genommen vollkommen verunmöglicht wird. Ja, also wir können uns jetzt in 6 Monaten nochmal treffen und dann feststellen, ja, die Finanzmärkte, die hatten recht mit dem, was sie im August, September angenommen haben, nämlich dass alles sich wunderbar in Wohlgefallen auflöst, so ungefähr. Ja, es kommt nicht zu den Unternehmensinsolvenzen, die noch befürchtet werden für den Herbst und so weiter und so fort, sondern das erholt sich alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Das ist absolut möglich und es ist genauso absolut möglich, dass wir uns in 6 Monaten hier wieder treffen und feststellen,
naja, vor 6 Monaten hätten wir gedacht, es würde jetzt einigermaßen aufwärts gehen, aber dann kam Ereignis A, B, C, D und leider sind wir jetzt in einem ganz anderen Szenario. Ne? Und diese Grundunsicherheit, die ja immer bei einer Prognose besteht, die ist in diesem Szenario, in dem wir uns im Moment befinden, noch viel, viel höher als unter normaleren Umständen, sagen wir das mal so. Und das ist ja der ganz wesentliche Grund, warum wir immer und insbesondere auch jetzt in dieser Krise, wie stark auch die Einbußen am Markt zwischenzeitlich gewesen sein mögen, grundsätzlich immer unsere Kunden strategisch nicht danach aufstellen, was aktuell an den Finanzmärkten passiert, was aktuell die Einschätzung der Marktteilnehmer ist, wie es dort weitergehen wird, was aktuelle Konjunkturprognosen oder in unserem Fall jetzt aktuell Infektionsprognosen für die nächsten Monate sind, sondern aufgrund der großen Unsicherheit, die ganz grundsätzlich, aber insbesondere in der aktuellen Situation mit solchen Prognosen verbunden sind, gehen wir bei der Strategiefestlegung mit unseren Kunden grundsätzlich eben auf Parameter, die mit ihren Erwartungen und ihren Wünschen und Zielen als Anleger zusammenhängen. Denn die sind unabhängig davon, ob jetzt die Corona-Krise noch einigermaßen glimpflich ausgeht oder sich nochmal verschärft und so weiter. Das sind Dinge, über die man wirklich auch strategisch sprechen kann und die auch in der eigenen Einflusssphäre liegen und die kein zusätzliches Risiko ins Portfolio bringen in Form von Prognosen. Und deswegen ist oft höre ich die Frage sozusagen von Kunden an uns, und obwohl alles so unsicher ist, stellen Sie mich jetzt ganz strategisch auf, als ob es diese Krise nicht gäbe, so ungefähr. Ja? Aber dieses Obwohl, da liegt was drin, eine Schlussfolgerung, die ich verstehe, aber die gar nicht unser Ansatz ist. Wir machen das nicht, obwohl wir in einer solchen Krise stecken, sondern gerade weil wir in einer solchen Krise stecken, mit diesen unglaublichen Unsicherheiten, maßen wir uns nicht an und sagen das Ihnen auch ganz ehrlich, dass wir wüssten, wo jetzt die Reise morgen und übermorgen genau hingeht. Wir wissen nur, was Finanzmärkte mittel- bis langfristig für Renditen zu erwirtschaften in der Lage sind und wie wir diese Renditen möglichst effizient in Ihr Portfolio holen können, und zwar mit dem Risikogehalt, der auch zu Ihnen und Ihren Anlagezielen passt. Und damit sind wir bei Aktivitäten für das Portfolio-Management oder für die Anlageberatung, um die es wirklich geht eigentlich, die wir auch wirklich unter Kontrolle haben können als Bank und als Berater, nämlich dass wir sozusagen handwerkliche Tätigkeiten entfalten. Nicht? Also wir wahrsagen eben nicht und schauen in die Glaskugel und unterhalten uns über große Geschichten und Aussichten der nächsten Monate, sondern wir gehen wirklich an die Werkbank und holen das Werkzeug raus und konstruieren Portfolios, die leistungsfähig sind. Das hat eben was mit der Risikoabstufung für Sie zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es ja immer auch um Anlageprodukte geht, die sorgfältig ausgewählt werden müssen. Dass man sich kontinuierlich dieses Portfolio natürlich anschaut, ob Handlungsbedarf besteht, ob man Produkte austauschen muss, ob durch die Marktbewegung sich die Quoten so sehr geändert haben, dass man da mal wieder ausgleichen muss, sogenannten Wertschwankungsausgleich. Und letzten Endes, die Kunden unter Ihnen, die vielleicht auch im Marktbaustein investiert sind, die können sich da vielleicht noch daran erinnern, dass wir da so vor 6 Wochen ungefähr das auch umgesetzt haben im Portfolio, dass wir natürlich kontinuierlich überprüfen, weil wir auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse im Portfolio-Management unterwegs sind, ob es Änderungen bei diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegeben hat oder ob wir uns in die Lage versetzt haben, diese nach wie vor bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse noch besser in der Portfolio-Konstruktion umzusetzen. Und das sind aus unserer Sicht die Aktivitäten, die wirklich entscheidend sind. Und das ist das, was eine qualitativ hochwertige Vermögensverwaltung auszeichnet, dass diese Aktivitäten stattfinden und nicht die vermeintliche Treffsicherheit bei irgendwelchen Marktprognosen und wo der DAX am Jahresende steht. Und so wollen wir auch die Überschrift für heute sozusagen mal eingeordnet wissen. Und deswegen habe ich Ihnen hier diese Folien mitgebracht. Ja, sehr schön, Philipp. Vielen Dank für die erste Einführung. Wir haben ja im Vorfeld auch darum gebeten, dass Sie uns Fragen zur Verfügung stellen können. Wir haben aber auch tatsächlich unten in dem Bereich F&A auch, können Sie immer, wie zu Beginn gesagt, Ihre Fragen stellen. Auch die ersten Fragen, die direkt an dich gerichtet sind, Philipp. Mhm.
Ich würde auch gerne direkt mit der ersten Frage starten. Wie sind denn ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds in der Krise gelaufen? Die Fondsmanager haben wenigstens was gemacht und nicht zum Durchhalten aufgerufen, weil unser Ansatz ist ja tatsächlich wirklich bewusst prognosefrei und Disziplin der gewählten Anlagestrategie zu halten. Aber wie ist denn da euer Vergleich, wenn ihr das auch dann mit aktiv gemanagten Fonds seht? Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, die natürlich insbesondere in Krisen gestellt wird und die deswegen auch immer wieder von der Finanzmarktforschung untersucht wird. Und es gibt jetzt mittlerweile schon die ersten Studien, eine haben wir davon schon ausgewertet, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen und zwar genau für die Corona-Krise, die wir jetzt erlebt haben. Also es gibt, wie gesagt, aus der Historie, aus der Finanzmarktforschung unzählige Untersuchungen, die sich mit dieser Frage beschäftigen und die kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis und dieses Ergebnis, das stellt sich jetzt auch in der Corona-Krise wieder heraus. Was sind die Ergebnisse? Also wie haben sich sogenannte aktive Manager oder wir sagen prognosegetriebene Manager, wie haben die sich geschlagen im Vergleich zu ihren Indizes, mit denen die sich messen lassen wollen? Ne? Und das sind ja im Grunde genommen dann auch die ETFs, also Fonds, die solche Indizes dann abbilden. Ne? Also das ist genau die Frage, die in dieser Studie untersucht wurde. Und diese Studie, die ist aus den USA, die hat knapp 3000 prognosegetriebene Fonds in den USA untersucht, wie denn die Rendite- und Risikokennzahlen im Laufe dieser Corona-Krise gewesen sind. Und das eben verglichen mit den jeweiligen Indizes, Benchmark, wie man da technisch im Anlagemanagement sagt. Und das Ergebnis, wie gesagt, das ist genau das Gleiche, was Sie aus Jahrzehnten der Kapitalmarktforschung immer wieder finden. Dieses aktive Management hat auch in der Corona-Krise einmal mehr versagt. Denn Sie haben den Durchschnitt dieser Fonds, der genau das Gleiche gemacht hat wie ein ETF. Ja, das heißt also, wenn Sie sich anschauen, wie häufig sind denn die Renditen, die da erwirtschaftet wurden, höher oder niedriger als das, was der jeweilige Aktienmarkt sowieso erwirtschaftet hat an Rendite. Ne? Also im Klartext jetzt auf die Krise bezogen, haben diese prognosegetriebenen Manager weniger verloren als der Markt, genauso viel oder haben sie mehr verloren? Und dann stelle ich eben fest, im Durchschnitt haben diese Manager genauso viel verloren wie der Markt. Das kommt in jeder Studie immer wieder raus. Ja. Es gibt etliche Manager, die mehr verloren haben. Und ja, das gehört auch zur Wahrheit. Es gibt immer auch einzelne Manager, die natürlich eine Outperformance, wie es dann technisch heißt, also die nicht so viel verloren haben und für die sich diese Aktivität auf den ersten Blick auch gelohnt hat. Aber dieses Thema auf den ersten Blick ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil diese Analyse, welcher aktiv gemanagte Fonds denn in der Krise besser abgeschnitten hat, die können Sie immer erst im Nachhinein machen. Und Sie können nur für diesen Zeitraum im Nachhinein feststellen, ja, dieser Anlagemanager, der hat es hinbekommen, deutlich weniger Verluste beispielsweise jetzt einzufahren, als der Markt an sich. Wenn Sie sich das aber langfristig anschauen, auch dazu gibt es unzählige Untersuchungen, das hat keine Aussagekraft darüber, ob genau dieser Manager jetzt in den nächsten 12 Monaten auch die Nase vorne haben wird oder geschweige denn noch nicht mal, dass er in der nächsten Krise wieder die Nase vorne haben wird. Das heißt also, dieser Ansatz, in den Rückspiegel zu schauen und sich da irgendjemanden rauszusuchen, der irgendwie besser abgeschnitten hat und dann darauf zu setzen, dass das auch in der Zukunft immer so sein wird. Performance Chasing, sagt man dazu im Fachjargon, also hinterherjagen hinter der Wertentwicklung, das funktioniert nachweislich auch nicht. Ja, also wir stellen mit dieser ersten Studie, und da wird sicherlich noch viele weitere Studien dazu geben, fest, dass genau das, was die Kapitalmarktforschung in den letzten Jahrzehnten immer wieder nachweisen kann, auch in dieser Krise zugetroffen hat, nämlich, dass das sogenannte aktive oder wie wir eben sagen, prognosegetriebene Management sich nicht lohnt. Und dabei ist natürlich auch immer der Kostenaspekt zu bedenken. Ne? Diese Produkte sind in aller Regel sehr, sehr teuer im Vergleich zu ETFs. Also klare Aussage der Forschung bis dato, aktive Manager haben sich nicht gut geschlagen in der Krise. Jetzt sind noch mehrere Fragen gerade reingekommen, aber ich würde gerne trotzdem erst in dem ETF-Bereich bleiben, bevor wir noch das Thema konjunktureller Ausblick auch nochmal gehen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ein besonderes Thema, sehr stark ja auch nochmal auch in der Presse und auch von der Entwicklung. Sind denn nachhaltige ETFs auch besser gelaufen? Ja, nachhaltige ETFs sind tatsächlich besser gelaufen und nicht nur nachhaltige ETFs,
sondern auch die nachhaltigen Varianten von Aktienindizes sind besser gelaufen. Und interessanterweise in genau der Studie, über die wir eben gerade gesprochen haben, wird auch diese Frage untersucht. Die aktiven Manager, die Nachhaltigkeit integrieren in ihrer Portfoliokonstruktion, sind die denn besser gelaufen als die nicht nachhaltigen aktiven Manager? Und auch da lässt sich dieser Nachhaltigkeitsvorteil nachweisen. Jetzt muss man sehr, sehr vorsichtig sein bei der Interpretation der Daten, denn Nachhaltigkeit bedeutet automatisch natürlich auch, dass ich einen bestimmten Ausschnitt des Marktes höher gewichte, ne, weil ich ja sage, ich möchte bestimmte Unternehmen möchte ich gar nicht dabei haben, weil die nicht nachhaltig sind, und andere Unternehmen möchte ich dafür umso mehr dabei haben. Und jetzt gibt es da zum Beispiel, wir sind in der Corona-Krise, ich erinnere noch mal kurz daran, es gibt dann das Beispiel der Fluglinien zum Beispiel. Das sind natürlich keine nachhaltigen Unternehmen. Jetzt sind die im Vergleich viel, viel schlechter gelaufen als ihre nachhaltigen Schwestern und Brüder, nicht unbedingt, weil die nicht nachhaltig sind, sondern weil sie natürlich von der Corona-Krise ganz besonders massiv getroffen wurden. Na, also diese Ergebnisse jetzt nur für die Krise so zu interpretieren, dass Nachhaltigkeit automatisch mit einer höheren Rendite verbunden ist, das ist sehr, sehr dünnes Eis. Aber wir sehen diese grundsätzlichen leichten Renditevorteile bei der nachhaltigen Anlage auch etwas längerfristiger, so auf die letzten 6, 7 Jahre bezogen. Wenn wir uns das mit Indizes anschauen, da kann man das sehr, sehr schön direkt vergleichen. Und da steckt auch so eine gewisse Logik drin, wenn man mal drüber nachdenkt. Nachhaltigkeit heißt ja oft auch nachhaltige Unternehmensführung. Und eine Unternehmensführung, die auf Nachhaltigkeit setzt, auf Transparenz setzt, da gibt es dann keine Unternehmen wie Wirecard da drin, ne, die sozusagen das Vertrauen der Anleger verspielen und ihre Bilanzen frisieren und so, sondern Unternehmen, die vernünftig kaufmännisch geführt sind und in diesem Sinne nachhaltig sind, die haben natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmensgewinne nachhaltig höher sind und deswegen auch die Aktienkurse sich günstiger entwickeln. Also grundsätzlich steckt da schon eine gewisse Logik drin, dass man davon ausgehen darf, dass nachhaltige Aktien-ETFs mindestens die Rendite mitbringen, die auch eine nicht nachhaltige Variante bringt. Okay. Ja, schon mal vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Man sieht jetzt direkt nochmal, es sind viele Fragen auch zu der, ich sag mal, konjunkturellen Erwartung oder Auswirkungen. Ne? Insbesondere der liebe Herr Trump twittert ja auch immer sehr gerne, es stehen bald die US-Wahl an und ist tatsächlich jetzt mehrfach die Frage eingetroffen. Was glauben wir oder glaubst du, welchen Einfluss die US-Wahl auf die Aktienmärkte hat und in diesem Zusammenhang der schwache Dollar? Weil wir sind ja der Vermögensverwaltung doch sehr USA-lastig, aber gerne bitte deine Einschätzung dazu. Ja, sehr gern. Also fangen wir mit dem schwachen Dollar vielleicht mal an. Das ist schon auch für viele Marktteilnehmer, würde ich sagen, eine relativ überraschende Entwicklung gewesen in den letzten 3 Monaten, dass der Dollar doch relativ stark und auch relativ schnell sehr gelitten hat. Und dazu gibt es eigentlich aus meiner Perspektive 2 Erklärungsansätze, die ich relativ überzeugend finde. Der eine Erklärungsansatz ist schon auch, dass die USA sehr, sehr stark von der Corona-Krise betroffen waren und nach wie vor betroffen sind. Das ist eine Begründung, die im Moment so ein bisschen bröckelt, weil wir sehen, dass trotz der zwischenzeitlich sehr stark gestiegenen Infektionszahl, mittlerweile ja schon wieder ein bisschen rückgängig, aber dass trotz dieser stark gestiegenen Infektionszahlen auch die US-amerikanische Wirtschaft wieder relativ kräftig anzieht. Ne, das sehen wir also auch in den USA, auch sogar noch ein bisschen stärker als in Europa. Aber trotz alledem ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass eine Währung, die sonst in Krisenzeiten ja immer sehr, sehr stark nachgefragt wurde, ne, eigentlich hätte man ja in so einer Krise damit gerechnet, dass der Dollar an Wert gewinnt, ne, gegenüber dem Euro und den anderen Währungen, aber dass eben eine Währung, die normalerweise in Krisenzeiten als sicherer Hafen nachgefragt wird, dann eben nicht so sehr als sicherer Hafen nachgefragt wird, wenn man davon ausgehen muss, dass möglicherweise genau dieser Währungsraum das Epizentrum sozusagen dieser Konjunktur- und Gesundheitskrise, sagen wir mal, werden sollte. Ne, das ist sozusagen mal die eine Erklärung. Und da, wie gesagt, sehen wir ja aktuell, dass sich diese Rationale so ein bisschen zurückzieht gerade. Ne? Also da müsste man jetzt eigentlich wieder eher mit einem Erstarken des Dollars rechnen. Aber es gibt aus meiner Sicht noch einen Faktor,
der sehr viel weiterreicht und der auch über die Wahl hinausträgt und über die Corona-Krise hinausträgt. Und das ist das, was die Europäische Union beschlossen hat in Bezug auf die gemeinsame Verschuldung in der Eurozone. Denn das ist sozusagen die Geburtsstunde gewesen. Davon wird man auch nicht mehr runtergehen, Corona hin oder her, ne? Also das wird ein Schuldeninstrument werden, was man perpetuiert, aus meiner Sicht jedenfalls. Das heißt, wir werden auch in Zukunft, wenn die Corona-Krise irgendwann vorbei ist, werden wir europäische Schuldentitel haben. Und das ist das erste Mal, dass die Finanzmärkte ein Instrument zur Verfügung haben, was in etwa der Tiefe, also was so viel Investitionen noch nicht jetzt, aber in der Zukunft möglicherweise vertragen kann und gleichzeitig so ausfallsicher ist wie amerikanische Staatsanleihen. Na, wir haben ja bisher eine fragmentierte Situation gehabt in Europa. Das heißt, wer einen sicheren Anker wollte auf einer großen Skala, der war im Grunde genommen gezwungen, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Weil einmal die Währung eine sehr stabile ist. Ich muss nicht mit Währungsabwertung rechnen. Und zum Zweiten, weil ich eben sehr, sehr viele amerikanische Staatsanleihen verfügbar habe. Ich kann da beliebige Summen investieren. Und das Ausfallrisiko ist im Grunde genommen null. Ja? Wir haben in den USA schon immer einen geschlossenen Kreislauf zwischen Zentralregierung und Zentralbank. Das heißt, ein Szenario, in dem ich für eine amerikanische Staatsanleihe mein Geld nicht zurückbekomme, ist im Grunde genommen praktisch wie auch theoretisch eigentlich ausgeschlossen. Und das ist möglicherweise etwas, was die Finanzmarktteilnehmer in Europa gerade im Entstehen sehen. Ja, jetzt kann man zur gemeinsamen Verschuldung stehen, wie man möchte. Das ist dann dem Finanzmarkt auch egal. Da geht es ausschließlich um die Frage, inwieweit so eine europäische gemeinsame Anleihe, ein Eurobond, das wird nie so heißen aus politischen Gründen, aber letzten Endes ist es das natürlich, ein Eurobond möglicherweise genauso ein sicherer Anker sein kann wie eine US-Staatsanleihe. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, die Finanzmärkte sind immer so aufgestellt, dass sie solche Entwicklungen versuchen vorauszunehmen, ne, und vorauszuahnen. Und ich halte das schon für sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Dollarschwäche und Euro-Stärke auf der anderen Seite eben was damit zu tun hat, ne? Das ist so eine Erklärung, die noch weit über die Wahl hinausträgt. Wie die Wahl jetzt ausgeht in den USA, das wird sicherlich kurzfristig Marktauswirkungen haben. Wie jedes Mal. Ne? Also es wird entweder eine Euphorie geben, entweder eine, die man erwartet oder eine, die man nicht erwartet. Ne? Erinnern wir uns zurück, als Trump das erste Mal gewählt wurde, vor 4 Jahren, nicht? Alle Marktbeobachter haben mit dem Weltuntergang am Aktienmarkt gerechnet und das genaue Gegenteil davon ist eingetreten. Also es wird eine Reaktion geben, aber weder ich noch wir noch irgendjemand anders weiß genau, wie diese Reaktion sein wird. Sicher ist aber, dass diese kurzfristige Reaktion in jedem Fall überlagert werden wird von der Frage, wie geht das Infektionsgeschehen in den USA weiter? Wie sind die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA? Wie entwickeln sich die Unternehmensgewinne? Das sind die entscheidenden, Punkte und nicht so sehr, wie die Wahl ausgeht. Gut, dann würde ich direkt auch eine Frage mit anschließen. Gerade das Thema Einzelwertrisiko, was wir bewusst nicht eingehen, sondern über die ETFs und Anlageklassenfonds ja auch gehen. Aber nichtsdestotrotz hat Wirecard ja tatsächlich die Aktienlandschaft tatsächlich mehr als erschüttert. Was sagen wir dazu? Und dass jetzt dann Delivery Hero die Runde verstärkt, obwohl kein Geschäft in Deutschland keine Gewinne in Sicht. Wie kann das sein, dass so ein Unternehmen in den DAX aufgenommen wird? Und investiert die Quirin in den DAX? Ich glaube, die Frage können wir relativ leicht beantworten und auch schnell, aber gerne nochmal auch deine Einschätzung dazu. Ja, sehr gerne. Ja, Wirecard, also ich persönlich sehe das so, für diese Angelegenheit ist auch Skandal noch nicht das richtige Wort. Na, also das ist eine, wie soll man das sagen? Also ich muss immer so ein bisschen, ich spreche ja hier für die Bank auch, aber wenn man sich das mal genau ansieht, glaube ich, kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass was hier mit einem Versagen des Regulators zu tun haben. Das ist ja auch das, was man viel in der Zeitung findet. Aber aus meiner Sicht, und das wird wahrscheinlich auch der Untersuchungsausschuss zeigen, der jetzt eingesetzt wird, haben wir es hier auch mit absolutem Politikversagen zu tun.
Denn es gibt doch viele Indizien aus meiner Sicht, die dafür sprechen, dass die BaFin als Regulator, ja, zugegeben als Regulator offiziell nur für einen sehr, sehr kleinen Teil der Gesellschaft, aber trotzdem hätte auch dort die Frage nach den Bilanzen der Muttergesellschaft kommen können und auch kommen müssen, dass dieser Regulator nicht so sehr da nicht hingeschaut hat, weil er nicht konnte oder weil er nicht wollte, sondern ich glaube eher, da sollte auch nicht hingeschaut werden. Und es sollte unbedingt für die sozusagen Zeit der großen Technikunternehmen unbedingt auch ein Unternehmen aus Deutschland nach Möglichkeit auf dem weltweiten Parkett mitspielen. Und dabei hat man leider aufs zugegebenermaßen auch einzige, aber dann letzten Endes doch auch falsche Pferd gesetzt. Also alles, was ich dazu lese, lässt für mich nur den Schluss zu, dass man da eben nicht schauen sollte. Wir sind selber von der BaFin reguliert. Wir wissen, wie akribisch, das ist schon gar kein Ausdruck mehr, wie akribisch die BaFin die Banken in Deutschland beaufsichtigt. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nun gerade die 10 BaFin-Kollegen, die für die Wirecard-Bank zuständig gewesen sind, alle diejenigen sind, die ihre Arbeit nicht ernst nehmen. Ja, also das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Also ich glaube, das ist ein ganz handfester, mindestens Skandal, der da passiert ist. Was nun Delivery Hero angeht, da kann jetzt Delivery Hero nichts dafür, dass es in den DAX kommt, ne? Sondern da gibt es ganz feste Regeln. Die haben offensichtlich nichts mit Profitabilität zu tun, ne? Sonst wäre Delivery Hero sicherlich nicht in den DAX gekommen, sondern da hat es was mit der Kursentwicklung zu tun, mit der Marktkapitalisierung, also wie groß insgesamt dann der Aktienwert sozusagen des Unternehmens ist. Und da ist im Moment die Bewertung für dieses Unternehmen eben so, dass offensichtlich die Anleger davon ausgehen, dass die großen Wachstums- und Gewinnfantasien dieses Unternehmens eines Tages mal aufgehen. Persönlich, jetzt von der Bank ganz abgesehen, bin da auch relativ skeptisch und es hat schon, muss man auch ganz ehrlich sagen, irgendwie so einen relativ faden Beigeschmack, ja, wenn nun so ein Unternehmen ausgerechnet eins der 30 wichtigsten in Deutschland sein soll, das hat schon wirklich einen faden Beigeschmack. Das ist interessanterweise übrigens auch das Thema von dem Tagebuch-Newsletter von Karl-Matthäus Schmidt, der am Freitag, also morgen, erscheint. Also der Fragesteller und alle, die jetzt vielleicht da Interesse ein bisschen dran geweckt haben an diesem Delivery Hero und was haben die eigentlich im DAX verloren, am Morgen einfach mal reinschauen. Ja, die Quirin Privatbank, die investiert für ihre Kunden auch in der Vermögensverwaltung, auch in den DAX, aber sehr, sehr untergeordnet im Vergleich zu dem, sage ich mal, klassischen Privatanleger in Deutschland. Wenn man sich das klassisch anschaut, da spielt da im Aktienbereich oft eigentlich nur der DAX eine Rolle oder vielleicht auch nur 3, 4, 5 Unternehmen aus dem DAX. Wir haben den DAX so in unseren weltweiten Aktienportfolios integriert, wie auch seine relative Bedeutung im weltweiten Aktienmarkt ist. Also Klartext, der DAX hat einen Anteil ungefähr am weltweiten Aktienmarkt von 3% und dementsprechend sind auch 3% unserer Aktienportfolios in DAX-Unternehmen investiert. Ich schaue gerade noch mal, welche Fragen auch noch eingetroffen sind. Es passt auch sehr gut und ich glaube, das ist einfach was ich auch viel in den Kundengesprächen erlebe oder auch von Interessenten gefragt werde, weil die Aktienmärkte haben ja wirklich in kürzester Zeit sich dermaßen wieder noch mal erholt, trotz aller Unsicherheiten während des Lockdowns oder Arbeitsmarktzahlen, richtig negative Ausblick, was das Thema einzelner Branchen angeht, Kurzarbeit und dann auch dann die Frage, sind die Aktien nicht allesamt noch überbewertet? Und wenn ja, ist ein nochmaliger Börsencrash denn nicht das natürliche Resultat daraus? Insbesondere, ich ziehe das jetzt mal auf das Thema KGV-Bewertungen, dass du das auch genauso siehst oder wie sehen wir das in dem Bereich? Ja, dazu ist auch die Finanzmarktforschung sehr, sehr eindeutig. Derartige Fragen lassen sich grundsätzlich immer erst im Nachhinein beantworten. Das liegt in der Natur der Sache sozusagen. Wir haben eine große Schwierigkeit, wenn wir uns solche Bewertungsfragen stellen. Jetzt mal völlig unabhängig von der Kennzahl, die wir uns anschauen, sondern nur rein von der Logik. Die Frage nach der Bewertung ist immer der Vergleich zwischen Preis und Wert. Egal, wie man das jetzt kennzahltechnisch strickt oder so. Es gibt einen Preis für etwas, eben eine Aktie in dem Beispiel. Und bewerten kann ich nur dann, wenn ich den Wert kenne, dieser Aktie. Das Problem ist eben,
den Wert dieser Aktie kennt niemand. Ja, ich kann mich dem Wert dieser Aktie immer nähern, zum Beispiel durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich kann jetzt sagen, was hat denn dieses Unternehmen für Gewinne erwirtschaftet? Und dann gucke ich mir den Kurs dazu an und dann setze ich das ins Verhältnis und ziehe den Schluss, das ist jetzt im Vergleich zu anderen Aktien mehr, weniger, günstiger, teurer. Und dann kann ich da so eine relative Bewertung anstellen. Wenn ich das so mache, dann kann ich zwar die Kennzahl ganz genau ausrechnen, ne? Ich kann den heutigen Kurs mit dem Gewinn vom letzten Jahr zum Beispiel ins Verhältnis setzen, aber da habe ich überhaupt gar keine Aussage darüber getroffen, was denn in den nächsten Monaten möglicherweise passiert. So, und deswegen behilft man sich bei diesen KGVs immer mit Gewinnerwartungen. Ja, dann habe ich jetzt ein Problem gelöst sozusagen. Ich schaue in die Zukunft, aber ich kenne die Zukunft natürlich nicht. Das heißt, die Gewinnerwartung, die da drin steckt in dieser Bewertung, die ist unsicher. Ja, das heißt, ich kann die Frage, haben wir heute überbewertete Aktien? Die kann ich erst morgen und übermorgen beantworten, indem ich nämlich feststelle, ob ein heute viel zu hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis sich in den nächsten Monaten normalisiert, weil die Gewinne ansteigen, eine Möglichkeit, dann hat der Markt heute sozusagen recht gehabt mit seiner Bewertung, oder die Kurse sinken, das ist die andere Möglichkeit, dann hat der Markt heute Unrecht gehabt und dann passiert genau das, was der Fragesteller vermutet, das ist dann so, wenn wir es heute tatsächlich mit einer Überbewertung zu tun haben, dann wird morgen oder übermorgen in 4 Wochen, in 6 Wochen, in 3 Monaten oder wann auch immer diese Korrektur kommen müssen. Wenn sich dann nämlich herausstellt, die Gewinnerwartungen, die man damals hatte vor 3 Monaten, die haben sich leider überhaupt nicht bewertet, also müssen die Kurse runter, damit die Bewertung wieder stimmt. Aber ob das eine oder das andere eintritt, das kann man heute nicht sicher sagen und es hängt ganz wesentlich von diesem V ab, was wir uns vorhin angeschaut haben bei der Konjunktur. Also was die Märkte offensichtlich im Moment erwarten, ist, dass tatsächlich die Konjunktur sich sehr schnell wieder erholt und die Unternehmen sehr, sehr schnell wieder Gewinne erwirtschaften werden, die auf dem Niveau von 2019 liegen. Ich habe gerade heute was dazu gelesen. Ich glaube, die durchschnittliche Erwartung es war der S&P 500 in den USA, ist, dass im zweiten Quartal 2021 die Unternehmensgewinne in den USA schon wieder höher sind als im Jahr 2019. Das ist das, was im Moment am Markt erwartet wird und das ist das, was die Kurse schon heute widerspiegeln. Und entweder bestätigt sich diese Erwartung, dann steigen die Kurse weiter, oder diese Erwartung bestätigt sich nicht, dann müssen die Kurse korrigieren. Dahingehend passen auch dann die nächsten Fragen oder auch im Vorfeld aus den Kundengesprächen. In unserer Vermögensverwaltungsstrategie, gerade im Marktbereich, haben wir verschiedene Aktienquoten, die der Kunde frei wählen kann, je nach persönlicher Risikoneigung. Das ist ja nochmal ganz, ganz wichtig. Aber wie haben sich nochmal unsere Vermögensverwaltungsstrategien jetzt gerade im Rahmen Corona entsprechend geschlagen? Ja, ja. Da stecken zwei Aspekte drin. Da steckt einmal der Aspekt drin, dass wir mit diesen Vermögensverwaltungsstrategien, wenn der Kunde oder die Kundin tatsächlich auch unserer strategischen Empfehlungen gefolgt ist, nämlich durch diese Krise hindurch auf jeden Fall investiert zu bleiben, plus dass wir in der Vermögensverwaltung immer sozusagen auch im Runterrutschen sozusagen die Aktienquote immer wieder auf das vereinbarte Niveau hochsetzen, dass dann im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen, die versucht haben, Risikomanagement zu betreiben und so weiter, in jedem Fall die volle Rendite dieser Markterholung sich wieder eingestellt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt sehr, sehr viele Fonds, es gibt auch sehr, sehr viele Kunden bei uns im Hause, ich gucke mir das ja selber an in der Vermögensverwaltung, die auf ihren expliziten Wunsch hin entgegen unserer Beratung gesagt haben im März, nee, ich muss jetzt desinvestieren, ja, ich komme dann irgendwann wieder zurück, wenn es wieder raufgeht, aber ich muss jetzt raus, weil es geht immer weiter abwärts. Und die haben dann irgendwann auch wieder investiert, auch zu gar nicht mal so schlechten Zeitpunkten, ja, wirklich wenige Tage vor dem Tief, nach dem Hoch ausgestiegen und wenige Tage nach dem Tief wieder eingestiegen. Aber schon die wenigen Tage reichen eben aus, um auch bei unseren eigenen Kunden, die eben gegen unsere Empfehlung handeln, dann deutlich schlechtere Anlageergebnisse zu erzielen. Das ist mal das eine Wichtige, dass jetzt mal unabhängig vom konkreten Ergebnis, auf das komme ich gleich noch, der strategische Ansatz sehr, sehr erfolgreich war in der Krise. Das zweite ist, wie diese Strategien insgesamt von der Performance her abgeschnitten haben. Und da kommt dann ein Thema, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben bei den aktiven Managern, nämlich das Thema Benchmark, das Thema Vergleichsmaßstab.
eine Herangehensweise oder die Herangehensweise schlechthin, um die Leistungsfähigkeit einer Vermögensverwaltung zu bewerten, ist zu sagen, es gibt einen Vergleichsmaßstab und ist die Vermögensverwaltung jetzt besser als dieser Vergleichsmaßstab oder ist die schlechter? Und wir sind da sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich und reden nicht um den heißen Brei herum. Im Moment ist unsere Vermögensverwaltung schlechter als dieser Vergleichsmaßstab, den wir da gewählt haben. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, beispielsweise, das ist jetzt nicht unser offizieller Vergleichsmaßstab, aber das können Sie sich auch der Einfachheit halber anschauen, wie ein weltweiter Aktienindex, zum Beispiel der MSCI World, sich entwickelt hat, und das vergleichen Sie mit einem 100% Aktienportfolio in unserer Vermögensverwaltung, dann ist dieser simple Index besser gelaufen als unsere Vermögensverwaltung. Was hat es damit auf sich? Das hat mehrere Aspekte, dieses Thema. Das hat einmal den Aspekt, den wir schon länger beobachten und der uns dann nach dieser langen Beobachtung und Vorbereitungsphase so die letzten 2 Jahre auch dazu geführt hat, aktuell ja auch in der Allokation der Vermögensverwaltung etwas zu ändern. Und das ist die Tatsache, dass die Substanzwerte, also günstig bewertete Aktien, dieses Segment des Aktienmarkts in den letzten 5 Jahren sich deutlich schlechter entwickelt hat, erstens als das zu erwarten gewesen wäre und zweitens als der ganz normale breite Aktienmarkt, wie zum Beispiel in einem MSCI World. Wir setzen nach wie vor ganz bewusst auf dieses Segment, weil wir nach wie vor, so wie die Finanzmarktforschung, davon überzeugt sind, dass es langfristig in diesem Segment Überrenditen zu erwirtschaften gibt. Aber diese Überrenditen haben sich in den letzten 5 Jahren nicht gezeigt und die haben sich auch aktuell in der Corona-Krise nicht gezeigt, sondern im Gegenteil, die Wertentwicklung ist schlechter gewesen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil dafür, dass wir hinter unserer Benchmark, hinter unserem Vergleichsmaßstab zurücklegen. Das ist der Aspekt 1. Über den Aspekt 2 haben wir auch schon gesprochen. Das ist die Dollarschwäche, die wir im Moment sehen. Wir sind international aufgestellt. Das heißt, ein großer Teil unseres Aktienportfolios wird in US-Dollar gehandelt. Die Wertentwicklung in Ihrem auf Euro lautenden Depot wird aber natürlich in Euro umgerechnet. Wenn jetzt der Euro immer mehr wert wird, dann kommt beim Umrechnen von US-Dollar in Euro immer weniger an Euro raus. Das heißt, die Rendite, die Sie da in Ihrem Portfolio vielleicht prozentual ausgewiesen sehen und dann schauen Sie ins Internet, was hat denn da der MSCI World gemacht? Der wird meistens in US-Dollar angegeben. Da gibt es dann eine weitere Diskrepanz sozusagen. Das ist aber rein sozusagen optisch. Ne? Da ist kein echter Minderertrag entstanden. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt aus unserer Sicht, dass wir als Honorarberater ja immer mit einem offenen Visier mit unseren Kunden unterwegs sind und wir ihnen keine Märchenbenchmark in ihre Verträge geschrieben haben. Das ist eine sehr beliebte Praxis von Fonds. Das ist auch eine sehr beliebte Praxis in anderen Bankhäusern, dass man in die Verträge für die Fonds oder für die Vermögensverwaltung eben Vergleichsmaßstäbe einträgt, die man sehr, sehr leicht schlagen kann. Und das ist etwas, was wir ganz bewusst nicht tun. Und wir gehen auch nicht her und tun das, was auch sehr, sehr beliebt ist, nämlich genau jetzt, wenn es mal nicht läuft, zu sagen, übrigens, wir haben eine neue Benchmark. Und die Benchmark wählen wir jetzt so, dass die einfach günstiger für uns aussieht. Und dann sagen wir Ihnen vielleicht auch noch, wie es gegenüber dieser Benchmark in den letzten 6 Monaten gelaufen wäre. Und dann stehen wir wieder vermeintlich irgendwie gut da. Also das machen wir nicht, sondern wir diskutieren das ganz offen und ehrlich mit Ihnen, wo da die Gründe liegen und rücken auch nicht davon ab, dass wir Ihnen eine ehrliche, transparente Benchmark in Ihre Verträge schreiben. Und warum wir trotz alledem, das freut uns natürlich auch nicht. Ja, also wir mal davon abgesehen, dass das für Sie nicht erfreulich ist, ist es für uns nicht erfreulich, wenn Sie nicht erfreut sind. Und wir sind auch Kunden in unserer eigenen Vermögensverwaltung. Also wir freuen uns auch mit unserem eigenen Vermögen da nicht drüber. Ja? Von daher geht es nicht darum zu sagen, es ist alles nicht so schlimm oder alles nicht so wichtig, sondern einfach offen und ehrlich das anzusprechen. Und wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass insbesondere diese Beimischung von Substanzwerten dazu beitragen wird, dass langfristig wir wieder diese Benchmark werden übertreffen können. Dahingehend ist jetzt vielleicht noch mal abschweifend zu dem Thema, die Frage, die uns wirklich ja immer wieder erreicht, wir versuchen auch so zu beantworten, ist das Thema, soll ich jetzt noch mal nachkaufen? Soll ich jetzt in den Markt einsteigen? Bei bestehenden Vermögensverwaltungen. Ich sage, das kann man immer im Nachgang beantworten, hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man halt auch ein bisschen mal antizyklisch denkt, weil wir sind ja oft geleitet von dem Punkt, unsere Vermögensverwaltung oder meine persönliche Vermögensverwaltung ist gut gelaufen, jetzt stocke ich auf.
Und tatsächlich auch wirklich immer gemäß der persönlichen Prämissen, wenn Liquidität vorhanden ist und es passt in die Strategie, tatsächlich auch mal den Mut zu haben, da auch bewusst nachzukaufen, aber auch wirklich dann die Überschrift zu haben, antizyklisch zu investieren. Absolut. Das geht zum Beispiel, indem man ja monatlich auch unsere Vermögensverwaltung besparen kann. Das ist richtig, ja. Aber wie siehst du da mein Statement, was ich den Kunden und Interessenten dann auch sage, zu sagen, ja, auch mal antizyklisch mutig sein? Ja, absolut. Also wenn man sozusagen eine Strategie hat, nicht das Vermögen, was zur Verfügung steht, in einer Tranche sozusagen zu investieren, sondern wenn man eher den Anspruch hat, da wird dann vielleicht nochmal was frei und was mache ich denn jetzt damit, dann ist es sicherlich nicht besonders sinnvoll, jetzt zu sagen, wenn ich gerade ein Jahr erlebt habe mit 20% plus, dann lege ich da nochmal was oben drauf, weil das ja so gut gelaufen ist. Ne? Also Märkte funktionieren immer zyklisch. Jeder Markt, insbesondere natürlich auch der Aktienmarkt, man kann nicht vorhersagen, wann der Zyklus da oben oder unten ist. Aber wenn ich relativ im Vergleich gesehen eigentlich eher gerade in der Schwächephase bin, dann ist der richtige Zeitpunkt, wenn es einen richtigen Zeitpunkt gibt, um da nochmal aufzustocken. Und mittlerweile, glücklicherweise, ich kann das ja sehen in der Vermögensverwaltung sozusagen für alle Niederlassungen in Deutschland, wir haben dann im Ende März, Anfang April wirklich sehr, sehr viele Aufstockungsaufträge bekommen von bestehenden Kunden, die gesagt haben, ja, ich habe mich im letzten Jahr auch schon gefragt, sollte ich vielleicht nochmal was investieren? Und jetzt, gerade wo ich sozusagen 20% Minus auf meinem Auszug sehe, jetzt ist doch genau der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Und da ist viel dran. Natürlich kann man nie, und das hast du ja auch schon gesagt, genau sagen, ob es dann nicht nochmal 10% nach unten geht oder so. Ne? Das kann immer passieren. Aber auf jeden Fall hat man schon mal diese 20% in diesem Beispiel nach oben schon mal gespart. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, das sich auch immer rüberzubringen, wenn ich gefragt soll ich jetzt einsteigen oder später? Die Frage, wann denn dann? Und dann wirklich für sich einfach zu überlegen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Kopf und Bauch muss im Einklang sein, was das Thema Schwankung ist, die einfach passiert ist, wie jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, jetzt als der Lockdown war, oder wieder gesehen, wie schnell auch die Erholung geht. Und ich glaube, das wirklich durchzuhalten und da, wie gesagt, die richtige Strategie, den richtigen Aktienmix zu finden, ich glaube, das ist das Wichtigste letzten Endes auch dabei. Und ich würde jetzt gerne nochmal schauen, was wir noch an Fragen bekommen haben. Auch wieder das Thema, passt sehr gut. Was soll man jetzt tun? Gold. Auch wir haben ja die Vermögensverwaltung, wo wir einen Goldanteil durchaus haben. Siehst du denn das Thema Gold als sicherer Hafen? Ist das so? Und soll man da investieren? Wenn die Märkte jetzt beeinflussen. Ja, das ist ja immer eine sehr überzeugende Geschichte, ne, zu dem Gold. Als realer Wert, ich sage mal gleich dazu, vermeintlich realer Wert, dass da sozusagen automatisch so eine Sicherheitsfunktion dem innewohnt. Wir haben jetzt aktuell tatsächlich wieder eine Krise am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt gesehen, wo tatsächlich auch der Goldpreis stark gestiegen ist. Also offenkundig in der aktuellen Krise hätte diese Strategie funktioniert. Wir kennen aber auch aus der Vergangenheit etliche Krisen, wo diese Strategie überhaupt nicht funktioniert hat. Liegt schon etwas weiter zurück, aber da gibt es sehr, sehr viele. Das heißt, es gibt keinen ökonomischen Automatismus sozusagen, dass diese Krisenabsicherung auch tatsächlich funktioniert. Das Gleiche auch mit dem Thema Inflation oder Geldmengenausweitung oder so. Da sehen wir auch keinen direkten Zusammenhang. Schauen Sie sich den Goldpreis bis Ende 2019 an, seit 2010, 11 im Grunde genommen. Da haben Sie lange, lange Trauer getragen und das ist der nächste Aspekt. Nicht nur ist dieser Absicherungscharakter nicht sicher, sondern Gold hat auch keinen inhärenten Ertrag. Also wenn Sie in Aktienmärkte investieren, dann haben Sie immer mindestens sozusagen die Dividendenerträge, also das, was laufend ausgeschüttet wird von den Aktiengesellschaften. Da werden Mehrwerte geschaffen durch diese Gesellschaften, die sich auch im Kurs widerspiegeln. Gold selbst schafft keinen Mehrwert. Das heißt, wenn der Goldpreis steigt oder auch fällt, dann ist es eine reine Preisfantasie der Marktteilnehmer. Und das macht Gold grundsätzlich einfach zu einem spekulativen Investment. Es ist kein Sicherheitsinvestment, wo nichts passieren kann. Ja? Und wenn dann die Krise kommt, dann geht es auch noch hoch. Sondern ich kann da auch sehr, sehr lange sehr, sehr signifikante Verluste
mit erleiden. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären vor knapp 10 Jahren da zum Hochpunkt des Goldpreises eingestiegen. Da hätten Sie also 10 Jahre warten müssen, bis Sie Ihr Geld wieder haben. So eine Phase hat es an den weltweiten Aktienmärkten noch nie gegeben in der Historie. Ja, wo, selbst wenn Sie zum allerungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen sind, hatten Sie spätestens nach 7 Jahren Ihr Geld wieder zurück. Und das muss eben bei Gold nicht sein. Da gibt es in der Historie auch noch viel längere Zeiträume. Deswegen haben wir in einer separaten Vermögensverwaltung Meinung im Meinungsbaustein auch Gold mit beigemischt, aber eben auch sehr, sehr konservativ beigemischt. Dann jetzt nochmal die Frage auch für Kunden, die bei uns in der Vermögensverwaltung investiert ist. Wir haben es ja auf wirklich auch zwei Beine besonders ja fokussiert, die Vermögensverwaltung Markt mit entsprechend den weltweiten Kapitalmarkt abzubilden und die Vermögensverwaltung Wissen, um da bewusst, ich sage jetzt mal, Schwankungen auch auszugleichen. Mhm. Wie hat sich die denn jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelt? Und gleich dazu nochmal eine spezielle Frage von einem Kunden dazu. Ja, sehr gern. Ja, die Vermögensverwaltung Wissen, die hat ja den Ansatz, dass sie abseits der Aktien- und Anleihemärkte investiert in entweder ganz andere Anlageklassen, Immobilien zum Beispiel oder private Beteiligungen oder an den Aktien- und Anleihemärkten in ganz bestimmten Nischen, wo Experten in der Lage sind, Renditen zu generieren, die mit der allgemeinen Marktentwicklung nichts zu tun haben. Ja, also die entstehen unabhängig davon, ob die Märkte jetzt steigen oder fallen. Aber natürlich kann sich auch eine solche Strategie, weil sie Finanzanlagen tätigt, nicht komplett loslösen von einer Krise solchen Ausmaßes. Ne? Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass mit dem zwischenzeitlichen Buchverlust, den wir da in der Strategie hatten, zur Hochzeit der Krise von so gut 2%, wir natürlich im Vergleich zu Aktienmarktstrategien noch absolut untergeordnete Rückgänge dazu verzeichnen hatten und zum Zweiten mittlerweile diese Strategie auch seit Jahresanfang gerechnet wieder positiv ist in der Rendite. Das heißt, wir haben hier tatsächlich im Portfolio das, was wir ja auch wollen, du hast es ja schon angedeutet, nämlich die Möglichkeit zu bieten für einen Kunden, eine schwankungsarme Diversifikation ins Portfolio zu bekommen, die trotzdem auch in diesen Null- und Niedrigzinszeiten in der Lage ist, noch eine positive Rendite zu erwirtschaften. Also etwas, was nicht schwankt, das haben wir alle im Portemonnaie, das ist das Bargeld, ne? Also das schwankt gar nicht, aber das entwertet sich halt auch jeden Tag. Ne? Das heißt also, das Interessante an dieser Wissensstrategie ist eben einmal, so schwankungsarm wie möglich zu sein und trotz der Rückgänge, die wir in diesem Jahr erlebt haben, ist das noch ein sehr, sehr schwankungsarmes sehr, sehr schwankungsarme Strategie und gleichzeitig aber auch in der Lage zu sein, Renditen zu erwirtschaften. Du hast gerade das Thema Immobilien ja auch angesprochen, dass wir dort ja auch in Immobilien investieren. Es kommt ja auch häufiger die Frage, klar, das empfehlen wir auch, das Geld natürlich breit zum Streuen. Je breiter man streut, ne, desto weniger, ich sag mal, Verlust oder Schwankung ist dort gegeben. Aber das Thema Gewerbeimmobilien ist ja ein Thema. Viele sind ins Homeoffice gegangen. Ja. Viele Unternehmen überlegen neu, wie sieht es denn da in dem Bereich aus? Wie ist denn die Einschätzung bei Gewerbeimmobilien? Ist es ein Wertverlust durch Homeoffice? Und die zweite Frage daraus zum Investment für die Vermögensverwaltung Wissen, das Thema Hotels. Mhm. Kann das auch mit ein mögliches Investment sein? Mhm. Ja, wir haben ja beide Immobilienmarktsegmente, sowohl Allgemeingewerbeimmobilien ohne Hotels und auch separat nochmal das Thema Hotelimmobilien in der Vermögensverwaltung Wissen tatsächlich auch investiert. Und deswegen begleiten wir natürlich auch dieses Segment sehr, sehr intensiv. Auch ohne dieses Ausmaß der Krise ist sowieso immer klar, Gewerbeimmobilien sind grundsätzlich risikoreicher und konjunktursensibler als Wohnimmobilien. Deswegen ist nach wie vor das Gros der Immobilieninvestitionen, die wir im Baustein haben, ganz bewusst im Wohnbereich. Aber wir haben eben auch ganz bewusst im Gewerbebereich beigemischt im letzten Jahr. Wir beobachten den Gewerbeimmobilienfonds, der auch in Büros, aber vor allen Dingen auch in Einzelhandel. Das hat natürlich noch ein bisschen sich dämpfend sozusagen auf die Krisenfaktoren ausgewirkt, investiert. Den haben wir sehr, sehr genau im Auge. Und wir sind auch mindestens skeptisch, was die langfristigen Renditeperspektiven gerade im Büroimmobilienbereich angeht. Das heißt also, wir schauen uns dieses Asset sehr, sehr genau an und wenn wir der Auffassung sind, dass wir da aus Risikorendite-Gesichtspunkten ihr Vermögen nicht mehr investieren sollten, dann tun wir das auch nicht. Bis dato ist auch in diesem Jahr dieser Gewerbeimmobilienfonds sehr, sehr respektabel gelaufen, hat eine stabile Rendite erwirtschaftet, aber es ist natürlich auch klar, dass gerade bei Immobilieninvestitionen solche
Konjunkturrückgänge natürlich nur zeitversetzt dann auch stattfinden in den Bewertungen der Immobilien, in den Mieten, die eingenommen werden und so weiter. Deswegen schauen wir uns das sehr, sehr sorgfältig an. Ja, und bei den Hotelimmobilien ist es natürlich genauso beziehungsweise noch viel extremer, weil diese Hotelimmobilien natürlich unter dem ja im Grunde genommen Wegbrechen des Touristikmarktes extrem leiden, nach wie vor sehr, sehr leiden. Und das ist auch ein Segment, wo wir weitere Wertrückgänge erwarten. Der Fonds, in den wir dort investiert sind, der ist strategisch sehr, sehr klug aufgestellt und der hat im Moment auch noch sehr, sehr viel Liquidität. Das heißt, es wird diesem Fonds auch gelingen, trotz der Durststrecke, die da sicherlich noch mindestens in diesem Jahr noch anhalten wird, es wird diesem Fonds aus unserer Sicht gelingen, da aktuell zu sehr, sehr günstigen Konditionen ein sehr, sehr leistungsstarkes Portfolio auf die Beine zu stellen. Das heißt, ein sozusagen bewusster Renditeverzicht aktuell, dafür aber eine sehr, sehr gute und konkrete Aussicht darauf, dass in den Folgejahren dann die zu erwirtschaftenden Renditen umso höher sein werden. Da sind wir wieder bei dem Thema Antizyklik, was wir eben schon besprochen haben, auf einem ganz anderen Level. Aber ja, wir haben oft über diesen Hotelimmobilienfonds gesprochen und das ist wirklich eine Ironie des Schicksals, denn wir haben ja letztes Jahr investiert in dieses Asset und wir machen natürlich sehr, sehr ausführliche Risikoanalysen. Und dreimal dürften Sie raten, was in dieser Risikoanalyse steht als substanzielles Risiko für den Erfolg einer solchen Strategie. Ein zum Beispiel Pandemieszenario, was den internationalen Tourismus unterbindet. Ne? Und 4 Monate später sehen Sie sich genau diesem Szenario gegenüber. Ne? Das ist schon wirklich Ironie des Schicksals. Aber nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass wir da nach wie vor strategisch mit der richtigen Investition unterwegs sind. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu 19 Uhr zum Ende unserer Quirion-Live-Sprechstunde. Ich würde aber gerne tatsächlich noch eine Frage mit aufnehmen, das Thema Quirion und Quirin. Wir haben ja unsere digitale Online-Tochter Quirion mit der digitalen Vermögensverwaltung und Quirin Privatbank. Was unterscheidet es im Wesentlichen auch vielleicht von der Performance im Rahmen der Corona-Pandemie? Und da war noch mal eine Frage, was eigentlich die verschiedenen Verwaltungsmandate betrifft, was der Unterschied ist. Das würde ich gerne noch mal beantworten vorab, weil was ist der Unterschied? Das ist quasi im Rahmen der Corona-Pandemie proaktiv mit Ihnen, liebe Kunden, liebe Interessenten, zu sprechen und aktiv von Ihrem Berater angerufen zu werden, wie es Ihnen geht. Ich sage bewusst, ans Händchen zu nehmen, Sie da durchzuführen, diszipliniert Ihre gewählte Anlagestrategie durchzuhalten und sich nicht vom Zeitgeschehen leiten zu lassen und die Versuchung zu sagen, ich steige aus, ich halte das nicht aus, was natürlich, wenn es wirklich nicht mehr machbar ist, natürlich umzusetzen ist, dass sie aussteigen, aber wirklich sagt, unsere Unterstützung in allen Vermögensfragen. Quirion ist das Thema digital. Natürlich kann man da auch mit ans Händchen genommen für die Entscheidung der Anlagestrategie, aber ich sage, einen proaktiven Anruf zum Thema, wie geht es mir mit der Pandemie, was macht meine Vermögensverwaltungsstrategie, ist dort nicht gegeben. Aber Philipp, gern nochmal was zum Thema Quirion, weil da steckt ja auch unsere DNA auch entsprechend dahinter und eure Expertise. Ja, absolut. Ja, also den Wert dieser Beratung, den können oder konnten wir in der Krise auch unmittelbar sehen in den Aufträgen, die uns erreicht haben. Wir haben festgestellt, die Kunden in der Bank, die ihren Beraterinnen oder ihren Berater an der Seite haben, sind deutlich ruhiger durch diese Krise gegangen als die Kunden bei Quirion. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? Sie gucken die Börse vor 8 und da sehen Sie den DAX abstürzen, dann holen Sie Ihr Handy raus, drücken dreimal auf den Knopf und raus sind Sie. Ne? Das ist eine ausgesprochen schlechte Idee, wie wir ja besprochen haben heute. Ne? Also von daher, das ist ein ganz wesentlicher Wert, die persönliche Beratung in der Quirin Privatbank. Die Portfolios, die unterscheiden sich in Details. Natürlich ist die strategische Herangehensweise identisch. Ne? Also wir sind jetzt nicht, vorhin schon über Honorarberatung, über das offene Visier und so gesprochen, wir sind jetzt nicht so abgebrüht, dass wir jetzt den Kunden, die weniger bezahlen, deswegen das schlechtere Portfolio verkaufen. Ne? Also wir sind strategisch da genauso unterwegs im Bausteinmarkt und auch in den nachhaltigen Varianten, wie wir das auch in der Bank sind. Aber es gibt ein paar technische Unterschiede.
insbesondere was die Produktauswahl angeht, weil wir da im Online-Bereich doch festgestellt haben, dass auch da, was die Abrechnung dieser Transaktion, die der Kunde aufgibt, angeht, die Kunden deutlich ungeduldiger sind als in der Bank und den Anspruch haben, dass da innerhalb höchstens von 2 Tagen dann alle Transaktionen abgerechnet sind. Das ist im Wertpapiergeschäft nicht so einfach und deswegen sind wir da auf Produkte angewiesen, die sich sehr, sehr schnell abrechnen lassen. Dafür muss man natürlich auch ein bisschen Abstriche dann bei der Portfolioqualität machen. Das hat aber, wie gesagt, keinen strategischen Grund, ne? Und von daher sieht man eben auch aktuell so ein bisschen in der Krise, dass da auch die Wertentwicklung in den Portfolios in der Bank ein bisschen besser ist. Wir haben aber auch in der Vergangenheit natürlich Phasen gehabt, wo die Wertentwicklung dann in den Quirion-Portfolios wieder ein bisschen besser gewesen ist, einfach weil die Produkte eben unterschiedlich sind. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass es da vom qualitativen Anspruch an das Portfolio erstmal keinen Unterschied gibt. Einen großen Unterschied gibt es noch, die Vermögensverwaltung Wissen, über die wir gesprochen haben, die gibt es ausschließlich in der persönlichen Beratung in der Bank. Das ist ein sehr beratungsintensives Vermögensverwaltungsprodukt und von daher ist da ein Vertrieb über diesen Online-Kanal einfach gar nicht möglich. Ja, und das sind eigentlich die einzigen Unterschiede, die es da gibt. Okay, dann vielen Dank. Also wir haben 19 Uhr. Ich würde abschließend mich erst noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Philipp, für die Beantwortung der Fragen und für deine Zeit für unsere Kölner Interessenten und Kunden. Sehr, sehr gerne. Ich habe verstanden, das ist ja mein Schlusswort, ich habe dich durchaus als positiv denkenden Menschen, klar, du kannst nicht die komplette Prognose wagen, aber dass wir langfristig ganz klar daran glauben, dass auch das wissenschaftlich fundiert ist, dass Aktienmärkte über die Zeit eingegangene Risiken belohnen mit einer Mehrrendite. Und wie gesagt, sprechen Sie uns gerne an, welche Aktienquote zu Ihnen passt, welches Konstrukt zu Ihnen passt. Philipp Dobbert steht immer gerne auch mit Rat und Tat zur Seite bei Kundenveranstaltungen oder jetzt auch live für Köln. Deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Einwahl. Wie gesagt, liebe Kunden, Interessenten, das ganze Team aus Köln steht zur Verfügung. Und nochmal an dich, Philipp, herzlichen Dank und ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Einen schönen Abend, Wiederschauen. Okay. Tschüss.